dein persönliches Krafttier oder meine schamanische Reise auf der Suche nach meinem Krafttier? Wie auch immer, heute möchte ich meine Geschichte erzählen, wie ich mein Krafttier gefunden habe. Mein Name ist Kirsten Becker und heute haben wir Mittwoch, 21.08.2019, 9:22 Uhr. Was wieder für eine schöne Zahl. Das mit den Zahlen, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, Zwillingszahlen und so weiter, das habe ich ja in den letzten Videos einiger Male wiederholt oder erzählt. Nun gut, heute möchte ich erzählen, wie ich zu meinem Krafttier gefunden habe. Es gibt ja immer wieder Tiere, die uns wie zufällig erscheinen oder uns über den Weg laufen. Und ja, wenn die sich auffällig verhalten, wie ich das auch schon oft gehabt habe, dass ich zum Beispiel auf der Landstraße fahre und plötzlich überfliegt mich eine Möwe oder eine Taube und fliegt die ganze Zeit vor mir her. Dann soll das schon was bedeuten. So nach dem Motto, fahr mal ein bisschen langsamer und so. Und da habe ich ja auch schon öfters Erlebnisse gehabt, dass ich dann langsamer wurde. Und ja, dann kam mir ein Auto entgegen oder sonst irgendwas, was ja heutzutage öfters passiert, da die Leute ein bisschen abgelenkt sind durch ihr Smartphone. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte heute von von meinem Erlebnis mit dem Krafttier erzählen. Gut, ja, Freitag, 16.08.2019, habe ich diese wunderbare Erfahrung machen dürfen. Ich hatte eine Einladung bekommen von zwei ganz lieben Menschen. Darüber habe ich auch schon berichtet, in meinem Video Ein Tag unter Engeln. Nun gut, nun war angesagt eine Reise, eine schamanische Reise, um meinem Krafttier zu begegnen. Ich bin voller Vorfreude hin, bin auch wirklich wieder herzlich begrüßt worden. Die Tiere haben mich begrüßt, die beiden Hunde haben mich begrüßt, als ob sie mich schon ewig kennen. Der eine kam wieder ganz dicht dran, lehnte sich an mein linkes Bein. Das tat ja so ein bisschen weh. Dann leckte er das so nach dem Motto, das schmerzt dir heute. Und das stimmt. Und das hat bestimmt auch schon der eine oder andere erlebt, wenn er Bauchschmerzen hat oder ja, geht nicht so gut, dass plötzlich die Katze kommt und sich genau auf den Bauch legt, wo der Schmerz ist. Oder der Hund kommt, legt sich ganz dicht rein. Da gibt es auch die tollsten Erlebnisse. Nun gut, ich war also voller Vorfreude und wir waren auch nur zu zweit. Eigentlich wollte meine Mutti mit, aber sie war leider ein bisschen krank und so waren wir zu zweit. Und diese Reise, die war so voller Erlebnisse und so toll. Ja, das kann mir jeder bestätigen, der schon mal so eine Reise gemacht hat. Und nachdem ich mich ganz bequem auf der Couch, ja, lang gemacht habe, ganz entspannt war, ging es auf die Reise in einem, ja, kleinen Raumschiff. Es ruckelte und zuckelte und wir flogen immer höher und höher und höher und es ruckelte und ich wurde nach hinten gedrückt und es ging mit rasanter Fahrt voraus, bis wir dann irgendwann landeten auf einer kleinen Insel und ja, da bin ich dann in ein Ruderboot gestiegen, wo ich dann erstmal gegen ordentliche Wellen ordentlich ankämpfen musste und ja, dann bin ich an einem schönen Strand gelandet. Ich zog mein Ruderboot an Land und da sah ich sie schon. Die Krähe, die mich fröhlich empfing. Ha, hallo, da bist du ja, da bist du ja. Und sie wuselte an meinem rechten Bein rum und ihre Federn glänzten. Das war echt eine wahre Freude, war das. Also das war fantastisch. Und ja, also das war einfach nur herrlich. Und ja, ein kleines Indianermädchen begrüßte mich, aber dieses Indianermädchen war kein Indianermädchen. Sie hatte zwar ihr Lederkleidchen an und so, aber ich erkannte darin meine Nichte. Schlank und rank und süß und schön, dass du da bist. Und ich habe gerade in den letzten Tagen an sie gedacht und sie hat mich abgeholt. So gingen wir ganz gemütlich weiter den Strand entlang, durch einen schönen Palmenwald. Die Krähe immer nebenher, die hopste und später saß sie mir auf der rechten Schulter und dann sah ich ein schönes Pferd, ein schwarzes Pferd, dann war es plötzlich ein Einhorn, ein helles Pferd und wir kamen wieder auf eine Lichtung. Und ich lief schön den Hang hinauf und dort oben empfing mich schon ein Indianer, ein schamanischer Indianer, der sich schon gefreut hat, mich zu sehen. Und die kleine Indianerin, die hat mich dorthin geführt.
Und er überreichte mir einen kleinen Beutel, den ich mir umgehängt habe, mit Goldstaub. Und nun ging es weiter. Er gab mir mit auf den Weg, dass ich jetzt auf eine Lichtung komme und da oben werde ich meinem schamanischen oder meinem Krafttier begegnen. Ich kam dann oben auf die Lichtung und es war kein Tier zu sehen, nichts. Ich war ganz alleine da oben, nur die Krähe war auf der rechten Schulter und dann habe ich dann gesagt, naja gut, es wurde mir vorher schon gesagt, es kann sein, dass da ganz, ganz viele Tiere sind. Du musst gucken, welches Tier dir als erstes ins Auge kommt. Und plötzlich kommt aus dem Tal hoch. Ich hatte einen wunderschönen Blick auf das Meer, was unten lag. Und es war fantastisch. War ein blauer Himmel, dieses türkisblaue Meer. Und plötzlich kam von unten hoch ein Adler mit einer riesen Spannweite, sowas von riesig, einem weißen Kopf, überall weiße Federn teilweise, an den Spitzen so ein bisschen weiße Federn. Und da hatte er eine riesen Spannweite und er flog so dicht über meinen Kopf, dass ich mich dann so ducken musste und hui, hui. Und er freute sich und juhu, da bist du schon, da bist du schon. Und er flog immer noch mal rüber, noch mal rüber und noch mal rüber. Und ich musste so lachen, weil die Krähe, die bei mir auf der Schulter war, die war, ja, das war so ein bisschen ungemütlich und sie hopste dann runter und ja, der Adler, der flog da über mich rüber und der war total glücklich, mich endlich zu sehen und schön, dass du da bist. Und nachdem die Begrüßung dann so fröhlich abgelaufen ist, setzte er sich vor mich hin und tänzelte vor mich rum und breitete die Flügel aus und ja, so und umarmte mich und er war so fröhlich, mich zu sehen. Und ja, und dann drehte er sich und wendete er sich und er war so wunderschön und sowas von groß. Also da habe ich das Gefühl gehabt, wirklich, ich bin ganz klein. Und ja, die Krähe, dann habe ich mich weiter umgeguckt und sah dann am hinteren Ende der Lichtung sah ich, oder des Hügels, es sah für mich aus wie so ein Hügel da oben, sah ich ein Häschen und eine Taube. Und mir wurde ja gesagt von dem Indianer, es gibt also, man kann mehrere Krafttiere haben. Und wenn du jetzt den Goldstaub schmeißt und die verschwinden, dann weißt du, die gehören nicht zu dir. Und ich habe es dann hingeschmissen. Und es war auch kein, die verschwanden beide. Obwohl ich ja im wirklichen Leben, also jetzt nicht in der geistigen Welt, sondern so habe ich ja immer wieder Begegnungen mit Tauben und auch Krähen, die mir dann irgendwas hinweisen. Wie heute eben gerade auch. Ich laufe hier durch den Garten und ich habe den Garten mal ein paar Wochen wachsen lassen, sich selber überlassen, weil ich ganz viele Vögel drin habe und auch ganz viel Bienen und Schmetterlinge. Und da ich ja die letzten Wochen auch immer unterwegs war, habe ich das mal so überlassen, weil ich mal wissen wollte, was da rauskommt. Und es hat ja auch viel geregnet, es war üppig. Na gut, ich schweife ab. Auf jeden Fall sah ich nun, dass sie verschwanden und ja, dann machten wir uns auf den Rückweg voller Euphorie und so. Und dann kam der Adler auf die Idee, och, wenn die Krähe, die war in der Zwischenzeit wieder auf meiner rechten Schulter, dann kann ich ja hier auch auf hopsen. Und dann, oh, dann ging ich so runter. Ich sagte, ey Junge, du bist zu schwer. Und er war dann richtig beleidigt. Ja, wieso? Der ist doch da auch auf der Schulter. Ich sagte, der ist zu schwer. Ja, und dann flog er mir hier auf den Arm und ich wieder, nee. Ich sag, du bist zu schwer, das bringt nichts. Und dann lief er vor mir her, total fröhlich, beschwingt. Und wir waren alle so euphorisch und ich hatte wirklich ein Grinsen im Gesicht. Und ich hätte jubeln können und wir liefen vergnügt darunter. Und das Indianermädchen begleitete uns immer mit. Und ja, ich sah da drin eben halt meine kleine Nichte. Ja, und es war einfach nur herrlich. Und dazu komme ich später nochmal, weil man hat auch Verbindung mit Menschen auf der geistigen, seelischen Ebene, die man nicht sieht in der jetzigen Welt. Aber man kann sich geistig mit denjenigen verbinden. Nun gut, beschwingt gingen wir wieder durch den schönen Palmenwald. Wir kamen unten am Strand an und der Adler nahm vor mir Platz. Das war also ein Ruderboot mit zwei so Brettern. Und ich saß dahinter, die Krähe immer fleißig auf meiner Schulter. Und nun ist das Boot ganz alleine gefahren. Es war ein seichtes Meer, es war entspannt und wir wurden richtig von dieser Fröhlichkeit. Ja, schien alles ohne Anstrengung alleine zu laufen. So, und dann kamen wir wieder zu unserem Raumschiff und ja, da bin ich dann eingestiegen und
Es ruckelte und zuckelte gar nichts. Es ging in einer tierischen, schnellen Geschwindigkeit, kamen wieder an den Punkt an, wo wir gestartet sind. Einem wunderschönen Traumgarten an einem wunderschönen See. Und ja, und auch drin, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ganz alleine mit meinem Adler, der mir zu Füßen saß und mich immer anguckte und mit seinen großen Schwingen, also mit seinen großen Flügeln, mich dann unten um die Beine umhüllte und die Krähe war hier oben und wir waren eins. Ja, und dann kam er wieder in der Wirklichkeit an. Ich sah immer noch den Adler und ja, dieser liebe schamanische Mann, mit dem wir jetzt diese schamanische Reise gemacht haben zu unserem Krafttier, lächelte mich und andere liebe Frau an und na, wie war's? Und gleich spontan sagte er, ohne dass wir vorher schon was sagten, mir kam spontan ein Pferd in den Kopf vorweg, ein Adler und ein Löwe. Und ich nur, hier, ich hatte den Adler, ich hatte den Adler. Und das Pferd, das hatte ich auch, das war im Palmenwald, nur ganz kurz, aber das hat uns dann nachher nicht mehr weiter begleitet. Ja, und der Schamane sagte zu mir, ja, ich hatte nur für einen Moment das Pferd. Und ich wusste nicht, ist jetzt wirklich das Pferd da? Und ich sah dich immer nur lächeln und so. Und es sprudelte aus mir heraus und ich erzählte dir diese tolle Geschichte mit dem Adler und der war immer noch präsent und wir können uns den ja herausrufen. Und das mit dem Goldstaub, das erinnerte mich auch an meinen, ja, als Kind mochte ich gerne Peter Pan und was hat der? Der hat ja auch seinen Staub verstreut und dann konnte man fliegen. Das heißt ja auch, wenn ich fröhlich bin, wenn ich glücklich bin, denn, ja, dann fliege ich, denn kann ich alles erreichen, egal wie schwer der Weg gerade ist, ne, wenn ich nicht aufgebe und sowas. Und es war so ein tolles Erlebnis und dann kriegten wir jeder noch unsere Einweisung und das Erstaunliche ist dann halt auch, ja, die Edelsteine, Rutilquarz, Lapis-Lazuli, Gold und Diamanten. Ich habe hier, trage ich immer an meiner rechten Hand den Ring meiner Oma und da er zu groß ist, habe ich einen Ring davor, weil kleiner machen wollte ich ihn nicht, weil das ist dann ja nicht mehr der Ring meiner Oma. So, und dann fiel mir, während wir uns so unterhielten, und dann habe ich nur gesagt, Mensch, jetzt fällt mir doch spontan eine Geschichte mit dem Adler ein, die schon viele Jahre zurückliegen, und zwar, wie ich das erste Mal mit meinem Neffen, da war er noch ganz klein, in Bad Segeberg war, bei den Karl-May-Festspielen. Und da gab es denn eine Szene, also wir saßen ziemlich weit oben und zwar genau vor dem Ring, wo sie alle hinter uns immer rumreiten. Also es gibt da so einen großen Kreis, der dann immer da so, wo die rumreiten und dann hinter uns reiten die dann längs. Das ist eine ganz tolle Szene. Und von da oben, sie hat man einen wunderbaren Überblick. Und der Lütte saß neben mir, wir saßen ziemlich dicht an der Treppe. Und dann kam eine Szene, wo ein Weißkopfadler heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Auf jeden Fall der, auch der weiß, ziemlich viel weiß hat, sollte hinter uns, also schräg hinter uns, stand die Trainerin und der sollte eben halt zu ihr fliegen. Ist knapp an uns vorbeigeflogen, an ein Geländer, wo er runterrutschte. Er guckte mich und meinen Neffen an und wir guckten ihn an und er rutschte und hangelte dann so runter und dann wurde er von dem anderen Trainer unten in der Arena wieder gerufen, dann flog er dahin und dann kam ein Schauspiel, was ich nie vergessen habe, weil das so fantastisch war. Dann kam er auf uns zu mit seinen riesen, ja, Schwingen, kam er auf uns zu und ja, das kann ich gar nicht beschreiben. Das war so phänomenal. Mein Neffe und ich, wir guckten hoch und er flog wirklich ganz, so wenn ich mich jetzt duck, hier so über uns. Es war fantastisch, majestätisch. Und dieses Erlebnis hatte ich auch. Und dann fiel mir plötzlich wieder an, Moment mal, auf der Hintour zu meinen lieben, ja, lieben, sagen wir mal, zu meiner Seelenfamilie, ne, zu meinem Schaman und seiner lieben Frau, die ich wirklich so liebe und so ins Herz geschlossen habe. Auf dem Weg dahin hatte ich dann plötzlich die Idee, ich muss anhalten. Oder ich hatte plötzlich die Idee, ich habe meinen YouTube-Kanal so ein bisschen in der Übersicht verändert, dass man gleich einen Überblick hat von meinen Videos. Und dann hatte ich plötzlich die Idee oder es wurde vorgeschlagen,
so mal 1,5 Minuten seinen Kanal vorzustellen. So, und dann hatte ich plötzlich eine Vision 2 Tage vorher, dass ich irgendwo in einen Feldweg reinfahre und da an einem großen Bergstege, oder oh, das sah aus wie ein großer Stein, und da fahre ich rein und nehme die 1, 2 Minuten auf. In Kurzfassung, weil ja, das ist in der Übersicht ist ja genau zu sehen, eigentlich auch, was ich mache. Und ich befasse mich ja nicht nur mit Spiritualität, sondern auch die allgemeinen Erlebnisse, die wir in der Familie hatten und. Und ich war dann auf dem Weg dahin und habe mich leiten lassen und bin erst in einen kleinen Feldweg. Nee, hier war das nicht. Also es war so richtig so, mal gucken, wo ist jetzt dieser richtige Weg. So, und dann plötzlich sah ich, ja, an einem Rand lauter so eine Reihe Sonnenblumen, ziemlich große Sonnenblumen. Und dann sah ich, dass das eingezäunt war. Das war eine Tannenbaumplantage dahinter. Da bin ich dann reingefahren. Und plötzlich dachte ich, Déjà-vu, Zeitreise vorweg. Als erstes, was mir auffiel, war, dass auf einem, ja, hier auf dem großen Pfahl, die waren ziemlich hoch, bestimmt so hoch wie ich bin, auf diesem hohen Pfahl saß ein, ich weiß nicht, ob das ein Adler war, ein Falke, die sind ja auch kleiner, oder war das ein Milan oder ein Bussard, weiß ich nicht. Er guckte mit dem Rücken zu mir, und als ich dann mit dem Auto langsam da angefahren kam, drehte er sich um zu mir, guckte mich die ganze Zeit an. Und als ich dann gehalten habe an diesem Hügel, flog er kurz vor mir weg. Also ich stieg aus dem Auto aus und dann flog er weg. Und er hatte auch eine unglaubliche weite Spannweite. Und da kriegte ich schon das Zeichen. Und ja, an diesem Hügel habe ich dann meine kurze Vorstellung, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, gesprochen. Und da habe ich gedacht, guck mal, da ist er dir ja auch schon begegnet. Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kirsten Becker und ich habe nicht nur spirituelle Erlebnisse veröffentlicht, wie ich 2013 meine ersten 2 Filme veröffentlicht habe, mein Nahtoderlebnis und wir leben ewig, und sondern noch viel, viel mehr. Das findest du in den entsprechenden Playlisten oder hier unten in der Übersicht, wo ich alles sortiert habe nach meinem, ja, was ich alles erlebt habe. Unter anderem habe ich auch meine wunderschönen Fotos veröffentlicht, um ein bisschen Einblick zu bringen oder zu machen, ja, wie schön es hier oben ist, auch in Laboe, oder was ich eben halt gerne habe. Zum anderen habe ich auch meine Familiengeschichte erzählt, die anfängt in Dresden mit meiner Oma, mit dem schrecklichen Bombenangriff auf Dresden und wie das dann weiterging. Und 2007 fing dann wieder ähnliche Situationen an. Und aus dem Grunde, dass sich vielleicht etwas in der Gesellschaft ändert, denn vieles kann verhindert werden, wenn wir nur wollen, habe ich diese Geschichte unter dem Titel Eine Zeit ohne Frieden veröffentlicht. Es ist harter Tobak, aber ich habe es gemacht in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann etwas zum Positiven verändert, auch in der Denkweise der Menschen. Denn respektvolles, liebevolles Miteinander ist so leicht, wir müssen es nur wollen. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Stöbern auf meinem YouTube-Kanal. Es kommt immer mehr dazu. Ich gehe da auch ganz nach meiner Intuition und meinem Herzen. Ich habe mich sehr gefreut über sehr, sehr viel Resonanz in den letzten Jahren und freue mich, auch neue Menschen zu bewegen, zu begeistern und ja, und im Herzen zu berühren. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten Becker. Tschüss! So, das ist der Ort. Ich bin hier auf dem Weg zu Rosi und Tom gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich nehme heute mein YouTube herzlich willkommen auf. Es sieht hier genauso aus, wie ich mir das gedacht habe, mit dem Weg und dem Berg im Hintergrund. So, jetzt muss ich mich sputen. Auf wie zu Tom und Ich habe Rosi. auch mal bei einem Besuch bei meiner Mama auf der Terrasse, ich saß im Wohnzimmer und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss rausgucken. Und dann hing da ein kleiner Falke, der machte es den Spatzen und Kohlmeisen nach und wollte eigentlich an dem kleinen Knödel sich ranhängen, und dazu war er natürlich zu groß. Also setzte er es oder hing er dann an diesem Pfahl von der Pergola. Also wir haben so einen kleinen Vorsprung und das ist dann nur so ein Pfahl. Und da klammerte er sich fest
und guckte mich an, so richtig durchdringend guckte er mich an und flog dann weg. So, und damals wusste ich ja noch nicht, was mein Krafttier ist. Und dann fiel mir wirklich immer mehr ein, dass egal, wo ich längs gefahren bin, plötzlich ich irgendwie während des Autofahrens auf der Landstraße das Gefühl habe, guckt nach links oder rechts. Und da saß dann wie, hallo, hier bin ich, saß wieder ein Greifvogel. Und das fand ich also unglaublich. Das war für mich so eine tolle Erfahrung. Ja, und als mein Schamane dann mit einer Adlerfeder ankam und ich hielt diese Adlerfeder in der Hand, weil die Energie der Federn, deswegen haben ja auch die Indianer viel mit Federschmuck oder die Urvölker haben ja viel mit Federschmuck gehabt, weil da auch die Energie der Tiere mit drin ist. Und als ich dann die große Feder in der Hand hielt, hatte ich diese Energie, die war total zu spüren in dieser Feder. Also das war einfach nur fantastisch, das war wirklich genial, das war toll, das war wow. Also da habe ich auch nur gedacht, Himmel. So, und also mit dieser Erfahrung, also da war ich total begeistert. Und besonders auch, ja, ich habe ja hier dann auch diese Deutung dazu. Also es passt immer, also es ist nichts zufällig. Und es gibt auch Leute, die haben mehrere Krafttier, drei, vier Stück. Und es ist wirklich unglaublich. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Und ich hatte auch dieses Gefühl bei dieser Reise, es geht nicht nur, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Stunde war, ich habe kein Zeitgefühl, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es war phänomenal, es war wirklich ganz, ganz toll. Und naja, die Frau meines Schamans, die war natürlich, wollte es auch wissen und wir unterhielten uns dann zum Schluss nochmal darüber und sie war auch total begeistert. Ich erzähle das Erlebnis, das sehe ich immer noch wie vor mir, so, hui, hui, wo er sich, mich so begrüßte und was wirklich identisch war auch mit meinem Neffen damals. Und wenn man sich vorstellt, wer schon einmal in Bad Segeberg war, in der Kalkbergbühne, wo die Karl-May-Festspiele stattfinden, weiß, wie groß das ist und wie gering die Chance ist, dass man genau an dem Platz sitzt, wo der Adler oder welcher Greifvogel zu dem Zeitpunkt mit in der Show eingebunden ist, über einen rüberfliegt. Und er hat ja zwei Anläufe gemacht. Wie gesagt, das erste Mal hat er so ein bisschen das Gleichgewicht verloren, hat seine Trainerin nicht gefunden und war am Geländer und guckte, während er dann an diesem Geländer so runterrutschte, so, da guckte er uns beide dann an und wir guckten ihn dann an. Wupp, und dann flog er wieder runter und dann kam er ja wieder hoch. Und das war jetzt wirklich, das hatte ich eigentlich schon so ein bisschen gar nicht mehr so in Erinnerung, obwohl diese tollen Erlebnisse mit meinem Neffe, mit meinem Neffen und mit meiner Nichte, was auch zwei ganz, ganz tolle Seelen sind, die sind auch sehr feinfühlig und ja, es ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Ihr wisst, was ich meine, oder du weißt, was ich meine, wie man mit Menschen umgeht. Ja, und jetzt auch zu meiner Nichte, als ich nun sie, ich habe dann auch meinen Schaman gefragt. Ich sage, ich habe nun meine Nichte da gesehen. Und dann erinnerte ich mich auch an ein Erlebnis, als wir ja, das vorletzte Mal uns sahen, hat sie mich angeguckt. Also ich hatte schon früh das Gefühl, dass sie da auch irgendwie was spürt oder so. Und Kinder spüren das ja immer. Und sie guckte mich an. Und plötzlich, sie freute sich unglaublich, weil ich sie abholen wollte, weil wir einen Ausflug nach La Boe machten wollten mit ihrer Oma, also meiner Mama. Und sie freute sich unglaublich und war so glücklich. Und dann stand sie im Flur, sie machte mir voller Begeisterung die Tür auf und so fröhlich. Und plötzlich guckt sie mich an und sagt, Kerstin, du weißt das doch, wie das mit Engeln ist. Du, auch wenn wir uns nicht sehen oder nicht oft sehen, weißt du, wie das ist mit den Engeln und so? Sehen wir uns trotzdem, weißt du, wie das ist? Und sie konnte sich gar nicht so ausdrücken. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, wie kommt das Kind plötzlich auf sowas? Und sie kam ja schon öfters, sind Dinge passiert, die ich schon in meinen alten Videos, Wir leben ewig oder so, beschrieben habe, wie sie ganz klein war, was wir da für Erlebnisse hatten. Und eigentlich, wenn jeder, egal ob jemand hingewandt ist zu diesen Geschichten oder nicht, also es gibt keinen Menschen, der nicht ähnliche Erlebnisse hatte, fängt schon an, wie das Telefon klingelt und ich weiß ganz genau, wer dran ist. Ne? Oder ich habe plötzlich das Gefühl, ich muss mit meinem Auto rechts ranfahren und dann plötzlich, ja,
vor mir passiert ein Unfall oder ich fahre eine Umleitung und merke, dass da eine Baustelle ist und Stau ist oder so dieses innere Gefühl, diese Intuition. Und wenn jeder seiner Intuition folgt mit ganz viel Liebe und sich nicht auf das Negative konzentriert oder auch nicht versucht, mit negativen Gefühlen oder mit Negativität seinen Willen durchzusetzen, mit Krawall und all sowas. Meine Güte, was hätten wir für einen energievollen Planeten? Und ich möchte jetzt nicht auf die ganzen Geschichten eingehen, die ich erlebt habe, aber es kommen auch Momente, wie gestern zum Beispiel, da kullerten mir dann auch die Tränen, ne? Und weil ich das nicht begreifen kann, wie das alles passiert. Und meine Mutter und ich, wir mussten weinen, weil es musste mal raus. Ne? Wir mussten weinen, was alles passiert ist. Und wir können es nicht begreifen, wie jemand so viel Energie verschwenden kann, das Negative eben halt raus zu projizieren und jemanden mutwillig sein, zu Hause kaputt zu machen oder irgendwas. Es gibt es ja überall auf der Welt. Ne? Und ich mache eigentlich diese Videos, weil ich glaube oder hoffe, erstmal treffe ich ja sehr, sehr viele Menschen, die Ähnliches erleben und ich kriege so viel Feedback immer, nicht öffentlich, teilweise auch in zahlreichen privaten Nachrichten, die immer wieder sagen, Kirsten, woher nimmst du deinen Mut? Kirsten, du hast so viel Kraft und Mut. Ich habe aber auch Momente, wo ich keine Kraft habe. Und das war gestern der Tag. Da hatte ich plötzlich keine Kraft mehr. Und auch vorgestern. Und ich merkte, ja, mein Heimweh auf Liebe wieder und dieses Schöne hier und hier mein Zuhause, das ist ja ein bisschen turbulent im Moment. Das ist im Moment so wie auf dem Meer, auf dem tosenden Meer. Und ja, und dann haben wir gestern dann beschlossen, ganz spontan, wir waren 1,5 Wochen nicht in Laboe, es hatte viel geregnet und ja, durch Mamas Erkältung, die brauchte auch Ruhe, sind wir dann rausgefahren. Und kann ich nur wieder sagen, ich finde das immer so lustig. Also ich finde das wirklich mehr als lustig. Es war natürlich die Parkplätze alle voll, aber es gab noch einen Parkplatz. Und Mutti sagte dann immer, Oma, wir brauchen einen Parkplatz. Und dann fuhren wir dann in die eine Straße rein und sie nur, das ist ja alles voll hier. Und ne, sagte Mama dann. Und dann hörte sie nur, wie Oma sagte, wart's doch ab. Und ihr werdet es nicht glauben, es gab tatsächlich noch einen Parkplatz. Und zwar so wunderbar, weil ich bin ja perfekt in rechts einparken, aber so links einparken, da merke ich, ich kann auch mein Fahrrad nicht so schieben. Ich muss immer so schieben. Das ist vielleicht komisch. Wunderbar kam ich da rein. Und das war der einzige Parkplatz an der Stelle. So, und dann sind wir weitergelaufen und sind eingekehrt in einer unserer Lieblingslokale. Wir haben ja zwei Lieblingslokale in Laboe, wo ganz liebe Menschen sind. Und dann haben wir da gemütlich gesessen und es kam mit netten Menschen ins Gespräch und die Mitarbeiter und die Chefin, alle freuten sich, uns zu sehen. Und wir saßen da und irgendwie fiel uns eine Last ab, weil das habe ich auch schon in meinen anderen Videos wie eine Zeit ohne Frieden beschrieben. Und ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden, also unsere Familiengeschichte, wie sich das so durchzieht, was passiert ist. Und ich mache diese Geschichten ja öffentlich, um, wie gesagt, Mut zu machen und vielleicht schaffe ich das ja dadurch, dass auch andere Menschen sich das anhören und angucken, die vielleicht ja eben gerade einen anderen Weg gehen. Also nicht diesen liebevollen Weg, sondern diesen anderen Weg gehen. Und dass sie dann vielleicht sagen, halt, Moment mal, stopp, ja. Ne, weil jeder hat die Wahl. Entweder ich gehe in die eine Richtung, lass mich stressen, oder ich gehe in die andere Richtung, gehe diesen liebevollen Weg und sage, nee, das andere lasse ich alles hinter mir. Jeder hat die Wahl dazu. Und ich weiß, hallo meine Lieben, ich habe ja so auch zwei Seelen, Leute, da ich werde hier unten mal ihren YouTube-Kanal posten. Das sind Marcel und Sandra. Marcel habe ich auch kennengelernt vor, ja, 2016 war das. Ich glaube, das war am 10. August 2016 haben wir uns auf Facebook befreundet und ihn hätte ich auch nie kennengelernt, wenn ich meine Sachen nicht veröffentlicht hätte. So, und daraufhin dann habe ich ihm eine Vision gesagt, das war glaube ich im November für Sandra. Ich habe sie genau gesehen, ich habe alles genau gesehen, ich habe sie beschrieben ganz genau und es war phänomenal, also wirklich phänomenal und ich habe gesagt, ja, ich glaube 2017 oder umgekehrt, das war 2015 und 2016, ich weiß es nicht mehr genau.
Marcel hatte mir das letztens erzählt, aber so ist er egal. So, auf jeden Fall hat er sie dann wenig später kennengelernt. Und ich hatte gesagt, was mir auffiel, ihre großen, ausdrucksstarken Augen, ihre Ausstrahlung. Und ich habe mich immer gewundert, sie strahlte so. Es war überall Licht, aber ich habe keine Haare gesehen. Und wenn man jetzt das Foto von ihr sieht und Marcel hat sie dann wenig später dann auch gezeigt, hat mir ein Bild gezeigt, ist sie das? Und ich sage, ja, das ist sie. So, und wir sind miteinander verbunden. Gut, ich wohne im hohen Norden von Deutschland und die wohnt im Süden. Und also wir sind überall verstrahlt und vernetzt. Und trotzdem haben wir Verbindungen. Ne? Wenn wir jetzt, man hört vielleicht länger nichts voneinander, aber trotzdem dann wieder. So, und worüber ich mich natürlich total freue, auch wenn, ja, wenn es im Moment erst vielleicht nicht danach aussieht. Ich habe ja letztes Jahr Wir leben ewig oder Mein NATO-Leben. Es waren ja die ersten beiden ja, Videos, die ich hochgeladen habe. Die habe ich damals noch unter einem Pseudonym hochgeladen, weil es vor ein paar Jahren noch nicht so, da sprach noch nicht jeder darüber. Und dann hat man ja, oder ich hatte dann so Hemmung, ach Gott, was sagt mein Umfeld so? Und das ist mir jetzt vollkommen egal, weil es gibt viele, die sowas haben. Und ja, und vieles ist auch in der Bibel beschrieben, was wir jetzt hier in der Realität auch erleben. Erstaunlicherweise wurde damals dann, ja, ist das irgendwie anders, was in der Bibel steht, als wenn jetzt jemand aus der direkten Verwandtschaft plötzlich sagt, du, ich habe da einen Engel gesehen oder du, ich habe da Oma gesehen oder wem auch immer. So, und damals habe ich das ja hochgeladen und diese Geschichte darüber habe ich auch in zahlreichen anderen Videos schon erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich ja letztes Jahr die Anfrage plötzlich von den Zeitschriften. Erst Tina, dann Mainz, eine Doppelseite alleine, dann Bella, dann Laura. Und dass es noch in der Bella war, das habe ich erst irgendwann im Dezember 2018 erfahren, als ich von der Redaktion dennoch mal alle Exemplare bekommen habe. So, und ihr werdet das nicht glauben oder du wirst es nicht glauben. Ich habe gedacht, na gut, ich meine, für mich ist es phänomenal. Wer hätte denn früher darüber öffentlich gesprochen in Zeitungen? Kein Mensch. Und ich freue mich riesig darüber, dass diese Themen immer mehr öffentlich gesprochen wird. Ja, und nun, ich habe ja auch GMX, ne, so ist ja meine E-Mail-Adresse. Und da sind ja, ist ja immer viel Werbung drin. Und schon vor einer Woche oder 2 Wochen habe ich gedacht, Mensch, du musst da mal wieder hin und mal wieder gucken. Dann muss ich ja mühsam erstmal durchblättern. Und da gucke ich immer, weil E-Mails kriegt man ja nicht mehr so viel, ne, weil das meiste geht ja über diese neuen Medien, das WhatsApp oder was weiß ich, oder Facebook und YouTube. Und wenn man seine eigene Webseite hat, wird man angeklickt. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass über die E-Mail-Adressen gar nicht mehr so viel läuft. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann am 19., das war jetzt Montag, ja. Ja, da kriegt das Blatt, denke ich, ach, guck doch noch mal nach. Ja, und dann hatte ich tatsächlich am 23.07. eine weitere Anfrage von einem Verlag und ich wurde gefragt, ob ich bereit bin, den Bericht. Ja, warte mal, ich kann das mal kurz vorlesen. Im letzten Jahr hat der Verlag ja die Geschichte veröffentlicht. Wir haben Kontakt zu unserem Verstorbenen.
Nun würden wir Ihre Geschichte sehr gerne in einem Sonderheft der Laura übernehmen. Ob das stattfindet oder so, weiß ich noch nicht. Ich habe mich auf jeden Fall, es ist ja schon vor 3 Wochen passiert, aber ich war so freudig überrascht darüber, dass ich natürlich ja sage. Ob das hier jetzt erscheint oder weiter. Und ich habe schon gesagt, wenn ich damals nicht den Mut gehabt habe, rauszutreten und meiner Intuition zu folgen, um diese beiden Filme zu veröffentlichen. Erst ja mein Nahtoderlebnis am 9.9.2013 und dann am 31.12. dann eben Wir leben ewig, wäre das nie zu dem gekommen. Und deswegen sage ich immer, folge deiner Intuition. Egal, was dein Umfeld sagt, wenn du dieses innere Gefühl hast, dieses Herzensgefühl, dann mach es. Und wenn du ganz in dir bist, gut, es gibt immer Wege. Ich weiß im Moment auch, einigen, die zu meiner Seelenschwester oder meinem Seelenbruder, gibt es ja einige, denen ich sehr nahe bin. Erstaunlicherweise haben viele die gleiche Geschichte erlebt. Also wir haben alle, als ob wir auf der Prüfung stehen. Wie reagieren wir? Wir haben also wirklich alle kein leichtes Leben in Anführungsstrichen gehabt. Obwohl wir haben uns das ja ausgesucht. Wir wollten ja in diesem Zeitpunkt auf die Erde kommen. Ja, um Liebe zu verbreiten, würde ich sagen. Liebe ist ganz leicht weiterzugeben. Und wenn ich jetzt höre, so jetzt auch einige Liebe, die mit denen ich jetzt in Kontakt ja stehe, Mensch Kissen, wie geht's dir, was hast du jetzt so erlebt? Und dann stellen wir fest, wir haben das gleich erlebt. Und eigentlich immer wieder Prüfung, dass vielleicht sogar Leute kommen und sagen, oh, was machst du da, machst ist Mist und ach Gott, wie und wat und rumnölen. Und wir lassen uns aber nicht darauf ein. Also ich gehe meinen Weg trotzdem gerade, auch wenn ich manchmal dann weinen muss, weil, ja, da fällt mir dann wieder der Satz jetzt spontan ein, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sie wissen nicht, was sie tun. Sie meinen, sie finden das toll, was sie erleben. Aber ich sage ja, es kommt ja immer eines Tages der Tag, wo ich alles ernte, was ich ausgesät habe. Ob ich nun Liebe ausgesät habe oder eben halt Negatives ausgesät habe. Das muss selber jeder selber für sich entscheiden. Und es gibt immer Momente, wo es Situationen gibt, wo ich, ja, ich sage dann immer, dann werde ich geprüft, getestet, bleibe ich in meiner Mitte oder schlage ich mich auf die andere negative Seite. So, und jetzt durch diese Krafttiere und dann dieser Adler, ich fand das auch so fantastisch, dass mein Schamane, wo ich auch super glücklich bin, diese beiden kennengelernt zu haben. Und wie ich sie kennengelernt habe, habe ich ja in meinem Video beschrieben, ein Tag unter Engeln. Und es ist einfach nur fantastisch. So, und ich habe dieses Video auch ganz spontan gemacht. Ich habe die ganze Nacht wieder Visionen gehabt. Die ganze Nacht war ich wieder wach, hellwach. Hatte genau vor Augen, was ich sage und so. Ne? Und ich werde hier noch in das Video ein paar Bilder einblenden. Hast du ja auch gesehen. Ich werde da ein bisschen was einblenden, damit du auch so ein Gefühl dafür kriegst. Und ja, als ich dann, Mutti, habe ich dann ja auch ein Herz dann wieder gezogen an unserem Lieblingsort. Und dann kam dann auch wirklich ein Edelsteinherz raus, ein roter Jaspis, der auch voll in die Situation reinpasst und ein richtiger Mutmacher ist. Ja, ich finde es richtig fantastisch. Und dann, wirklich, was uns wirklich umgehauen hat, uns zog ja gestern irgendwas nach Labö raus wieder so. Wir wollten uns, morgens haben wir geweint, weil, ja, es ist halt traurig für Menschen, die so voller Liebe sind, eben halt mit den Situationen manchmal auch umzukommen. Warum ist das jetzt wieder so? Und es wäre so leicht, ne, wenn ein Umdenken stattfinden würde bei den meisten Menschen oder vielen Menschen, die leider auf dem, ja, es ist ihr Weg, den haben sie sich ja so gewählt. Ja, und ich hoffe immer noch, dass ich da irgendwas berühre in den Herzen, dass sie die Liebe spüren, denn ein liebevolles Miteinander erfüllt einen so. Und wir haben ja hier ganz viel Liebe gehabt, früher ganz, ganz viel Liebe.
und lachen und es war einfach nur toll. Und das habe ich beschrieben in Eine Zeit ohne Frieden. Ich habe beschrieben, wie es kommt, also wie es anfängt und wie ich die Wahl habe. Und es war gut zu beobachten, diese ganzen Szenen im Nachhinein, wie aus einem liebevollen Menschen, ja, die Schattenseite wird, sagen wir mal so. Nun gut, auf jeden Fall saßen wir da ja gestern und ja, wir waren glücklich und sagten immer, Mensch, ist doch schön, dass wir rausgefahren sind und das mit der Parkplatzbestellung fanden wir phänomenal. Und wir sitzen da, hatten fertig gegessen. Ich hatte mir auch ein paar Nudeln, Mutti und ich, wir hatten Nudeln und dann noch einen Milchkaffee zum Nachtisch und vorweg ein leckeres Alsterwasser und dann, ja. Und ja, Mutti hatte einen Kaffee und diese Energie schon alleine vom Meer ist ja fantastisch. So, und dann haben wir da gesessen und plötzlich kommt der eine Mitarbeiter um die Ecke geschossen. Das gibt da auch zwei super nette Mitarbeiter, die einen weiten Weg auf sich nehmen, um in den Sommermonaten in Laboe zu arbeiten. So, der kommt um die Ecke und dann kam Mutti und mir prompt die Tränen. Da kam er mit zwei Tellern an. Auf jedem Teller eine halbe Waffel mit Erdbeeren. Mutti, zwei Kleckse Sahne, zwei Kleckse Erdbeereis. Bei mir vier Kugeln Erdbeereis. Und wir teilen uns immer die. Da gibt es phänomenale große Waffeln mit ja, allen möglichen. Und wir bekamen dann Erdbeeren. Und dann hieß es, einen lieben Gruß von uns. Uns kamen so die Tränen geschossen. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt nicht einfach dem Inneren gefolgt wären und trotz unserer Traurigkeit rausgefahren wären, hätten wir diesen Moment nicht erlebt. Den hätten wir dann wirklich nicht erlebt. Und ich habe gedacht, wow, also wenn ich noch daran denke, dann, ne, also das ist wirklich so, auch wenn der Weg holprig und stolprig ist und du trotzdem durch den dunklen Gang gehst, wie heißt es am Ende kommt das Licht, ne? Also das ist, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist wirklich so. Und so sind wir dann beschwingt nach Hause gefahren und dann auf dem Weg dahin, kurz vorm Auto, lag da eine wunderschöne, also wirklich wunderschöne, ja, die habe ich jetzt irgendwie, hatte ich die mit? Ja, in meiner Tasche habe ich die. Da habe ich eine wunderschöne Feder gefunden. Da habe ich eine wunderschöne Feder gefunden. Das war die. Jetzt sieht sie ein bisschen verletzt aus. Sie war aber wunderschön und die lag auf dem Weg. Und dann wollte ich sie einfach auf den Autositz legen und plötzlich hatte ich gedacht, ach, pack die doch in deine Tasche und zieh den Reißverschluss zu. Und dann ist dieses kleine Stück rausgegangen, rausgerissen. Aber ich sehe das nur so, auch wenn man im ersten Moment nicht perfekt aussieht oder perfekt wirkt und trotzdem schön, kannst du mit einem kleinen Makel, den vielleicht nur andere als Makel sehen, kann ich trotzdem in dieser Feder noch eine große Schönheit sehen. Ne? Und die lag denn so wunderschön, ich finde sie immer noch schön, und die lag denn kurz vorm Auto. Das ist eine Taubenfeder. Und wenn man denn diese Federn anfasst, da ist da so viel Energie drin. Und da komme ich wieder zu meiner Adlerfeder. Also es ist so viel Energie drin. Das ist einfach nur wunderschön. Ja, das war ja nun intuitiv. Ich bin nur, wie gesagt, wieder dem Inneren gefolgt. Meine Eingebung, die ich heute Nacht wieder bekommen habe, wollte ich euch so übermitteln. Haltet eure Augen auf.
Auch wenn im Moment die Situation nicht gut aussieht, ich weiß, wie du dich fühlst oder wie ihr euch fühlt, ich weiß, wie das ist. Es ist manchmal nicht leicht, aber bleibt einfach auf eurem positiven Pfad und ich verspreche euch, auch wenn das im Moment nicht so danach aussieht und ihr mitten im tosenden Meer seid, so wie ich in meinem tosenden Ruderboot, was nachher ja ganz alleine zurückgefahren ist, nachdem ich meine Krafttiere gefunden habe, die ja schon eigentlich die ganze Zeit um mich rum waren und mir immer wieder Botschaften übermittelt haben, ich sie aber nicht wahrgenommen habe, weil vieles nimmt man so nicht so schnell wahr. Und die Sinne schärfen sich immer mehr, je mehr man in sich drin ruht. Und es ist ganz normal und glaubt man ja nicht, ich bin perfekt gut, ich kriege ja ständig geschrieben, oh, du bist so mutig und was du alles machst und so. Es gibt auch Momente, wo es den Moment wieder gibt, wo es nicht so gut geht. Aber ich möchte ja, wie gesagt, mit meinen Videos Mut machen. Wie ich schon in meinem kurzen Einspieler erwähnt habe, habe ich nicht nur Spiritualität veröffentlicht. Ne? Es fing zwar an mit meinem Nahtoderlebnis und wir leben ewig, Begegnung mit Verstorbenen. Es geht auch, ich habe meine wunderschönen Fotos präsentiere ich. Meine große Leidenschaft ist die Fotografie. Dann habe ich, ja, Kieler Woche, ich habe Laboe, die Kieler Förde. Ich habe viele meiner schönen Fotos präsentiert, obwohl das nur ein Bruchteil von dem ist, was ich habe. Ich habe, ja, Spirits zeigen sich, ist meine neueste Veröffentlichung. Ja, das ist ein Zweiteiler. Da wird es bestimmt auch noch mehr geben, wenn ich noch mehr Fotos mir durchgucke und sehe, wird sich wahrscheinlich noch mehr ergeben. Dann habe ich eben meine Familiengeschichte veröffentlicht, wo es eben halt darum geht, wie schnell ein Krieg anfängt oder beginnt. Auch unter dem Titel, ja, könnt ihr alles gucken hier in der Übersicht, da habe ich alles drin. Oder in den Videos, in der Videoliste oder in den Playlisten findet ihr alles. Und hier in der Übersicht habe ich eigentlich das so, wie mir das gefällt. Präsentiert, beliebte Videos habe ich dann öffentlich und das, die steigen natürlich auch immer langsam stetig und ich freue mich. Ich freue mich darüber und ich würde mich auch sehr freuen oder ich freue mich sehr, wenn meine Videos zum Nachdenken bringen oder anregen, sagen wir mal so, auch die bisschen schwerere Kost, mal ganz dezent ausgedrückt, wo ich auch gemerkt habe, auch meine ganzen Seelenschwestern und Brüder, die haben genau die gleichen Geschichten erlebt und wir waren auch in diesen Momenten und wurden dann teilweise auch so ein bisschen ausgebremst, weil jeder weiß, wie Negativität eben halt wirkt und wie man das dann wieder schafft, da rauszukommen. Ja, das ist eigentlich auch, da fällt mir dann auch ganz spontan die unendliche Geschichte ein. Da gibt es ja auch viele Situationen, wo dann Momente kommen, wo Atreyu, ne, im Schlamm steckt und trotzdem vorwärts läuft. Wie gesagt, ich freue mich riesig. Ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen für eure Resonanz und für eure lieben privaten Nachrichten, die ich erhalte. Ich bin glücklich darüber, dass ich mit meinen Erlebnissen auch öffentlich sprechen durfte oder es öffentlich veröffentlicht wurde. Veröffentlicht, veröffentlicht, doppelt, doppelt, doppelt veröffentlicht wurde. Und vielleicht auch noch es zu dem Sonderheft kommt. Wir werden sehen. Ich werde sehen, wo das alles noch hingeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und glaube an dich, folge deiner Intuition und wenn du Visionen hast, bei mir kommt es ja meistens nachts, ich habe ja auch tagsüber auch Eingebung, aber meistens ist es nachts ab 1 oder so, dass ich dann, das kann dann teilweise die ganze Nacht gehen und dann bin ich richtig euphorisch. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich Eingebung kriege, ich schiebe das nicht auf die lange Bank, ich setze mich dann gleich hin und werde dieses Video umsetzen. So, ich drücke dich, ich umarme dich, ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe. Und lasst uns diesen Planeten, wenn jeder von uns Liebe gibt, lasst ihn uns überströmen. Lasst, reagiert nicht mit Gewalt, sondern reagiert mit Liebe. Und wie heißt es so schön? Ich verschenke ein Lächeln und ich bekomme dann ein Lächeln zurück. Ich verschenke eine nette Minute und spreche mit einem lieben Menschen, der zufällig neben mir steht. Und ich erfahre vielleicht auch Nettes oder vielleicht erfährt man dann, wenn man den Mut hat, eine fremde Person anzusprechen, auch etwas, wo man sagt, oh ja, das kenne ich auch so, das kenne ich auch so, das habe ich auch so. Und schaut ruhig auch mal auf meiner Facebook-Seite nach.
mein Nahtoderlebnis Vision Vorahnung dort, habe ich auch zahlreiche Geschichten in schriftlicher Form veröffentlicht, von zufälligen Begegnungen und vieles mehr. Also, ich wünsche euch was, eine wunderschöne Zeit, lieben Gruß von Kirsten, tschüss, tschüss. So, ich habe noch was Schönes zum Abschluss dieses neuen Filmes. Nach der Aufzeichnung meiner Erlebnisse saß ich im Auto und wollte losfahren. Ich wollte zu meiner Mama fahren. Wir wollten uns einen gemütlichen Nachmittag machen. Und der Wagen stand vor unserer Haushälfte. Ich guckte auf meinen kleinen Vorgarten und dachte so, da musst du auch bald was machen, wenn es wieder ein bisschen kühler wird. Und dann bin ich nochmal ausgestiegen und da habe ich ja ein paar Ästchen so ein bisschen weggedrückt, damit sie nicht so zu Nachbars rüberreichen, und heb da unten das ein bisschen hoch und da sehe ich plötzlich diese Taubenfeder. Da war ich sehr überrascht, also super sehr überrascht, denn wie kam die dahin? Sie konnte auch nicht dahin geweht sein und nichts, weil die Äste bis unten auf den Boden gingen, also das war wie abgelegt. Und als ich im Auto saß, fiel mein Blick auch direkt auf die Gewächse und es zog mich magisch nochmal aus dem Auto raus und ich weiß auch nicht, warum ich denn plötzlich da anfing, diese Äste ein bisschen umzubiegen, damit sie nicht so rüberragen. Ich weiß es nicht. Das war so richtige Botschaft nach dem Motto, Kirsten, alles wird gut. Die Tauben begegnen mir ja immer in solchen Situationen, wo ich immer frage, wie geht's weiter, was kommt als nächstes. Da kriege ich auch Herzbotschaften oder aber Federn liegen mir im Weg und jetzt lag hier diese schöne, wunderschöne Taubenfeder. Da war ich natürlich sehr überrascht. Und kurz bevor ich bei meiner Mutti war, fuhr vor mir ein kleiner schwarzer Wagen und da stand hinten auf der hinteren Scheibe, also der Heckscheibe, in großen Buchstaben Eisbrecher. Und ich musste wirklich automatisch lachen, weil ich gerade den Gedanken daran hatte, an die ganzen Erlebnisse, die wir im Häuschen hatten. Und ich grübelte wieder so ein bisschen und ich konnte das irgendwo nicht ganz nachvollziehen, was wir da alles erlebt haben. Das ist alles so unwirklich. Ich kann mir das alles nicht so, so nach dem Motto, kneif mich mal, ich wach gleich auf und das ist alles nicht passiert. Und da fuhr dieser Wagen vor uns. Und dieser Eisbrecher sollte noch später eine größere Rolle spielen. Aber ich denke mal, das erzähle ich gleich, weil anschließend bekam er dann noch eine Herzbotschaft. Aber zu diesem Eisbrecher, also der zog sich noch die nächsten Tage durch. Und als ich nun heute das Video geschnitten habe, heute ist Donnerstag oder jetzt haben wir schon Freitag, ja, jetzt ist Freitag schon, der 30.08., 1.40 Uhr. Ich habe am Donnerstag den ganzen Tag das Video zurechtgeschnitten, den neuen Film fertig gemacht. Und da sah ich doch tatsächlich, dass am Dienstag, den 20.08., wir waren da ja in Laboe gewesen, wie ich beschrieben habe, da sah ich, als ich die Bilder bearbeitet habe und noch ein bisschen mit Untertitel versehen habe, wo wir ja unsere Parkplatzbestellung wieder bekommen haben. Wow, das ist mir gar nicht aufgefallen an dem Tag. Unglaublich aber war, das übernächste Auto vor uns, da war dieser kleine schwarze Wagen wieder mit der Botschaft hinten drauf, Eisbrecher. Also als ich das vorhin sah, da habe ich nur gesagt, Wunscherfüllung, juhu. Denn letzte Woche haben wir 2 Tage die Strohfigurentour gemacht. Thank you.
Wir haben am Donnerstag, 22.08.2019, wir haben also 2 Tage die Strophi-Tour gemacht, haben in 2 Teile aufgeteilt. Und da sind wir 16.31 Uhr auch in unserer bekannten Straße in Labö gewesen. Vorher haben wir natürlich gesagt, wieder Oma, wir brauchen einen Parkplatz. Und es war ja nun auch später Nachmittag und sind ja noch Urlauber da. Unglaublich aber wahr, bekamen wir noch einen einzigen Parkplatz. Das war der 2. Parkplatz in der Straße. Und da stand dieser Wagen vor uns, Eisbrecher, stand ganz in großen Buchstaben drauf und ich nur zu meiner Mutter, oh, das gibt's ja wohl nicht, das ist der Eisbrecher. Und ich hatte den schon vorher gesehen, ich konnte mich dann in dem Moment aber nicht so richtig daran erinnern, wo ich ihn schon mal gesehen hatte. Später fiel mir dann an, ach ja, als ich auf dem Weg war zu Mutti, da habe ich ihn, da fuhr er doch kurz vorher vor mir, als ich von meinem Zuhause wegfuhr und mir so die Gedanken durchgingen, was wir in den letzten Jahren alles doch erlebt haben und für Krimis erlebt haben. Und ja, da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Und jetzt stehen wir direkt dahinter und natürlich war es wieder der letzte Parkplatz in dem Straßenabschnitt. Das haben wir ja öfters. Und ich war für einen Moment am Überlegen, soll ich es fotografieren oder nicht? Aber ich habe es nicht fotografiert, weil das ist ja ein auffälliges Auto und ich dachte, nee, mach man lieber nicht. So, und dann haben wir natürlich noch schön gemütlich uns in Labö aufgehalten, haben uns dann noch gestärkt und so. Und als wir dann zurückkamen, um 18.53 Uhr stand der Wagen immer noch da. Und dann saß ich im Auto und dann hatte ich für einen Moment überlegt, ja komm, jetzt hol die Kamera raus und mach nochmal ein Foto. Und irgendwas hielt mich ab, nee, doch nicht. Und dann, ja, sind wir schön unten an der Promenade längs gefahren, hinten am Ehrenmal und dann durchs Dorf. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, wir stehen an der kleinen Dorfkirche auf der Straße. Vor mir wieder dieser kleine Wagen. Unglaublich, aber war, wo ist der hergekommen? Der stand doch eben gerade noch vor mir, da an der Parklücke. Hier stand der genau wieder vor mir. Eisbrecher stand in großen Buchstaben denn da. Eisbrecher. So, und ich bin so richtig freudig, also wirklich freudig ausgeflippt und habe nur gedacht, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht, habe ich so gedacht. Ja, und die Glocken, die Kirchenglocken bimmelten in voller Lautstärke nach dem Motto, Juhu, Halleluja. Und also ich war, ja, und ich rief dann nur voller Eifer, bald passiert was, ja, zum Guten, nicht Schlechten, sagte ich lachend zu Mama. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich sag, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn am Mittwoch gesehen, gestern gesehen und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass er ja am Dienstag auch vor mir stand oder mir gesagt, das übernächste Auto vor uns stand, war ja auch der Eisbrecher. Also im Grunde der 3. Tag jetzt in Folge habe ich diesen Wagen gesehen und ich konnte das gar nicht fassen. Und die Glocken, Kirchenglocken läuteten und ich hatte das so ein Glücksgefühl in mir drin und ja, das Eis, das bricht und es wird alles gut und ja, die Eiszeit ist vorbei. Und ja, der kleine Kleinwagen, der kleine schwarze Wagen, der überholte dann die parkenden Autos auf der Straße und ich musste noch dahinter halten und ja, er fuhr dann von dann und ich sah ihn dann nicht mehr und ich habe nur zu mir gesagt, das gibt's nicht. Also wow, ich war total hellauf begeistert, weil mir dann ja auch eingefallen ist vorher schon, wo ich diesen Wagen schon mal gesehen hatte und naja, und dann wollten wir noch einkaufen gehen und es gibt am Ortsanfang gibt's ja, eine kleine Ladenzeile, da sind mehrere Geschäfte. Und als ich da einbog, das ist ein großer Parkplatz, dann denke ich, ach, lass mich mal hier reinfahren, Richtung dem Supermarkt. Und wieder, ja, das kann nicht wahr sein. Unglaublich, aber wahr. In dem Moment parkte dieser Kleinwagen, der Eisbrecher, ein. Und ich musste einhalten, damit, weil er da einraschiert war. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's ja wohl nicht. Ne?
Und also ich habe dann nur laut gelacht und habe gedacht, also ich weiß, dass alles bald gut wird und alles, was noch nicht aufgelöst ist, das wird sich auflösen, weil das Eis bricht und es wird alles gut. Und ja, ich war so voller Euphorie und dann, ja, Mutti ging auch einkaufen und ich musste mir die Notizen machen, weil ich das einfach so toll fand. Und während ich dann im Auto saß, dann kriegte ich noch mehr Botschaften von Oma, und zwar 19:06 Uhr. Als ich dann nun diese Eisbrechererlebnisse aufgeschrieben habe, da hörte ich eine Gänseschar über mich rüberfliegen. Und die machen ja ein so wunderschönes Geräusch. Und ich weiß noch, als Oma in meinem Garten gesessen hat und die Wildgänse dann über ihr Haus flogen, da hat sie dann immer verträumt in den Himmel geguckt und gesagt, oh, ich liebe das, ich liebe das. Und ich dann nur, danke, 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 Oma. Ja, und dann stand ich genau vor diesem großen Symbol des Supermarktes und ich sagte nur, wie wunderbar. Und ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber weil ich direkt davor stand, wie, das ist alles so toll und das wird so wundervoll. Und also ich war total hellauf begeistert. Und nichtsdestotrotz, als Mutti dann rauskam, da wurde dann nochmal was oben drauf gesetzt. Da kommt Mutti, steigt ins Auto und zeigt mir so eine kleine Toneistüte, also oben, sieht dann so rosa aus. Sie guckt einfach auf das Foto und sagte, da packt man ja dann Wasser rein und das ist ja ein Wasserspender für die Blumen. Und dann sagt sie, ja, wenn wir mal auf Reisen gehen, dann kann ich das in meine Blumentöpfe tun. Davon habe ich 3 Stück gekauft und ich war nur am Lachen. Ich sag, das gibt's nicht. Ich war so, so voll Euphorie. Ich sag, und dann bringst du noch 3 Stück, so nach dem Motto, alle guten Dinge sind 3. Und ja, der Eisbrecher oder das Eis bricht und das wird ja dann flüssig und ja, und da in diese symbolische Eistüte, was ja ein Wasserspender ist, da ist ja das flüssige Eis drin und ja, es wird dann noch versüßt, symbolisch, es wird versüßt, also dass alles gut wird. Also ich war einfach nur happy. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das gibt es ja wohl nicht. Und ja, und dann eben gerade, wie ich das Video die letzten Stunden fertig gemacht habe, da habe ich ja nun denn halt entdeckt, dass am Dienstag der Eisbrecher nochmal vor mir stand. Und somit habe ich auch eine Wunscherfüllung gehabt, weil ich dann immer wieder gesagt habe, oh Mensch, hätte ich mal doch ein Foto gemacht. Ich hätte ja nicht das ganze Auto fotografieren machen, aber die Windschutzscheibe. Und es ist tatsächlich von diesem Wagen unglaublicherweise, wie du sehen kannst, ja, man kann Eisbrecher erahnen, ne? Und den Fahrzeugtyp erkennt man ja nicht ganz, aber man erahnt es. Und Wunscherfüllung, also ich bin so dankbar. Und ja, und an dem Tag dieser Aufzeichnung, am Mittwoch, den 21., ging das ja noch weiter mit den fröhlichen Botschaften. Ich war dann ja so gegen 13 Uhr bei Mutti und sie war gerade dabei, sich Pellkartoffeln zu schälen. Und plötzlich sagt sie, guck mal, guck mal. Ja, und dann zeigte sie mir die Kartoffel mit der Restkartoffelschale. Ja, wie du sehen kannst, ein Herz. Also es darf wirklich nicht wahr sein. Also ich habe gedacht, siehst du, und das mit den Herzen, das haben wir ja ständig. Entweder es ist, wenn man einen Cappuccino oder Milchkaffee trinkt, da sind ja immer diese kleinen runden Kekse. Da haben wir das jetzt auch schon 2-mal gehabt, dass denn das Loch ein Herz war. Und ich hatte das ja letztens auch wieder gehabt. Ach, das zeige ich hier gerade mal. Guck mal, da siehst du auch das Herz. Aber ich denke mal, ich werde auch noch mal ein Video machen oder ein Filmchen machen, wo ich nur diese ganzen Herzbotschaften mache. Und ich habe ja noch 2-3 Filme in der Mache. Und da zeige ich das auch. Das heißt dann auch schamanische Tierboten und himmlische Botschaften. Da zeige ich auch ganz viele Herzen. Ja, und demnächst kommt dann eben halt noch ein neuer Film. Und zwar hat die liebe Sandra Jan Reading über mich gemacht. Und es ist ja viel, was ich vorher gesagt habe, auch eingetroffen. Ja, und eigentlich sollte dieser Film, wollte ich eigentlich schon lange veröffentlichen. Und ich weiß es auch, warum er nicht veröffentlicht worden ist, weil noch diese Eisbrechergeschichte sich ja heute ergeben hat. Und ich hatte eine Vision gehabt, eigentlich, dass am 25. dieses Video hochgeladen ist. Ich wollte das am 24., also am Sonntag, fertig machen und wollte dann noch in der Nacht was machen und dann habe ich das doch nicht gemacht. Ja, und am Sonntag, den 25., erfahre ich, schickt mir Sandra eine Nachricht.
Juhu, ich habe dein Reading fertig, ich mache das hoch. Und ich war einfach nur sowas begeistert. Und dazu äußere ich mich dann im nächsten Video. In dem Moment oder in diesem Moment kannst du dich freuen. Vielleicht hast du Lust dazu. Da werde ich dann auch meine Erfahrung, da werde ich dann nochmal sprechen über Vorhersagen, über meine Visionen, die eingetroffen sind. Denn da sind auch, wie ich hier in diesem Film ja auch schon beschrieben habe, sind die Visionen ja auch eingetroffen. Und während ich ja nun diesen Film fertig gemacht habe, habe ich ja nochmal gesehen, dass, ja, ich habe ja immer Sandra als Erscheinung gehabt, als Leuchtgestalt. Und da habe ich dann auf ihrer Facebook-Seite geschaut und habe dieses Foto entdeckt. Und ich bin, boah, ich war nur selig. Ich habe gesagt, das ist das Bild, was ich als erstes im Kopf hatte, als ich mit Marcel geskypt habe. Und da habe ich ja Sandra so gesehen. Und also deswegen kann ich nur hier mit einer Botschaft nochmal vermitteln, was mir jetzt während dieser ganzen Bearbeitung dieses Filmes, und eigentlich wollte ja schon lange hochgeladen sein, mach dich nicht nervös, wenn etwas nicht sofort klappt. Es hat immer seinen Sinn, warum das nicht in dem Moment passiert, so wie du das vielleicht haben willst. Ne? Hätte ich das jetzt vor ein paar Tagen schon hochgeladen oder vor einer Woche oder an dem Tag oder zwei Tage später, nachdem ich das aufgezeichnet habe, wäre mir das vielleicht mit diesem Eisbrecher gar nicht so in den Sinn gekommen. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst heute aufgefallen. Und der Wunsch von mir hat sich erfüllt, in dem Sinne, wo ich gesagt habe, ich hätte mal noch ein Foto machen können. Und dann habe ich immer noch zu Mutti gesagt, ja, vielleicht sehe ich das Auto ja nochmal und vielleicht sehe ich das Auto nochmal, dann kann ich ja nochmal ein Foto machen. Und er hat ja nun wirklich 3 Tage, also am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Folge, hat er mir immer wieder eine Botschaft übermittelt. Und mit den Eistüten ja auch, nach dem Motto, alle guten Dinge sind 3. Die Eiszeit ist vorbei, es wird alles flüssig und dann wird das alles versüßt. Ne? Und das Wasser macht er dann noch Gutes für die Pflanzen und sowas. Und so bekommt man ja jeden Tag Botschaften. Und wenn ich jetzt offen dafür bin, meine Augen dafür öffne, mein Herz dafür öffne, die Liebe in mir drin habe, was ja manchmal auch nicht so leicht ist, darüber spreche ich ja auch immer, es ist ja nicht immer hei, dei, 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 alles fröhlich und so. Auch ich, die ja mit der geistigen Welt sehr stark verbunden ist, und auch andere, die verbunden sind, immer mit denen ich mich austausche, die haben auch so Punkte, wo sie sagen, oha, wie geht das jetzt weiter, und die auch mal kraftlos sind. Aber diesen kleinen Abspann wollte ich nochmal erzählen, weil ich das einfach nur klasse finde. Ja, und Herzbotschaften, wie gesagt, kriegen wir jeden Tag sehr oft und immer und immer und immer wieder. Und Tierboten mit Tauben und sowas auch. Das haben wir auch auf Muttis Geburtstag jetzt gehabt. Aber ich glaube, das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Film nochmal beschreiben. In diesem Sinne, halte deine Augen auf, ganz weit, öffne ganz weit dein Herz und schaue dich um. Lasse dich nicht ablenken, auch wenn es mal holprig läuft, wenn es mal negativ ist in deinem Umfeld. Bleib auf deinem Weg, lass dich durch nichts beirren, geh deinen Weg und du wirst immer Helfer an deiner Seite haben, denn um dich rum sind immer deine Geisthelfer, deine Geistführer, deine Engel und wer auch immer. Und mir wurde jetzt auch wieder bestätigt durch Sandra, dass ganz viele um mich rum sind, was meine kleine Nichte mir ja auch schon gesagt hat. Aber lasst euch überraschen, im nächsten Film mehr darüber. Lieben Gruß von Kirsten. Tschüss. So, alle guten Dinge sind 3. Das ist jetzt der 3. Teil für diesen Film. Es ist echt amüsant, wie sich das hinzieht und was sich noch ergeben hat. Und ich habe mich schon gewundert, warum er nicht fertig wurde, warum er immer was dazwischen gekommen ist. Jetzt weiß ich, es hat sich noch etwas gegeben. Und zwar, der Eisbrecher kam wieder. Also und noch viel, viel mehr. Und das möchte ich hier ganz kurz noch erzählen. Unter anderem mit einer Engelsbotschaft, mit kleinen Herzstein und. Ja, wir haben jetzt in der Zwischenzeit schon Sonntag, 1.9.2019, es ist 2.12 Uhr. Ich habe in der letzten Nacht auch die ganze Nacht dran gearbeitet. Es hat sich viel ergeben und einiges habe ich eben erst gesehen. Und ja, eine tolle Botschaft
aller Eisbrecher haben wir am Freitag wieder erlebt. Ja, am Freitag, 30.08.2019, bin ich mit Mutti und einer gemeinsamen Freundin, eine ältere Dame, die ist auch schon über 80, aber genießt das Leben auch, und haben gesagt, wir fahren nochmal aufgrund Muttis Geburtstag am 28.08.2019, Mittwoch, sind wir nochmal gemeinsam nach Labö gefahren. Das erste Gefühl war sofort, die beiden Damen an der Strandstraße vorne rauszulassen, damit sie das nicht so weit zum Lokal haben. Gut, dann sind die Damen aber doch bis zur nächsten Straße gekommen und da war natürlich alles voll. Und dann habe ich angehalten, um sie rauszulassen, und dann rief ich nur, das gibt's nicht, der Eisbrecher steht hier wieder, ich fasse es nicht. Elke guckte mich ganz verwirrt an, die neben mir saß und hat nur gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Ich habe rechts angehalten und habe meine Mutti und Elke rausgelassen, und ja, weil sie ja, Elke kann auch nicht so gut laufen. Ich sage, guck nach einem Parkplatz. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht, da ist der Eisbrecher. Und ich hatte ja wirklich Tage zuvor, was ich ja schon erwähnt habe, gesagt, ach Mensch, hätte ich mal noch ein Foto gemacht und so. Nun gut, er stand da. Also das war wieder ein Symbol. Und wieder in dem Moment, weil meine Gedanken wieder abgeschweift sind und ja, es sich ja so viel auch ergeben hat, wenn ich nach meinem... ja, nach meiner Intuition gehe, dann ergibt sich ja immer eine Menge. Und so viele Botschaften und Zeichen, wenn ich die Augen dafür öffne, aller Prophezeiung von Celestin, was ja auch einer meiner ersten Bücher nach meinem Nahtoderlebnis war, was ich auch jedem wärmsten empfehlen kann. Wenn ich wirklich die Augen aufhalte und gucke, was mir so geboten wird, denn meine Geistführer, meine Engel um mich rum, die machen sich immer in aller möglichen Weise aufmerksam, besonders auch meine liebe Oma. Nun gut, am Ende der Straße habe ich dann Parkplatz bekommen und ich habe dann zu Mutti schon gesagt, jetzt fotografiere ich, jetzt mache ich ein Foto davon. Ja, was ich dann auch gemacht habe. Auf dem Weg dahin fand ich erstmal zwei Herzsteine. Wie du ja jetzt sehen kannst, und das Foto, was dahinter ist, die habe ich eben gerade erst gemacht, denn ich sah noch, dass das eine Steinchen, also der linke, der größere, wenn ich das auf einer anderen Seite umdrehe, da sehe ich sogar ein Gesicht, was lächelt oder sagt, oh, ne, also es ist schon interessant. Und ja, das hatte ich damals dann ja auch gleich fotografiert, und dann habe ich die Heckscheibe fotografiert und dann wollte ich dann loslaufen und dann sehe ich, dass die Feder da liegt. Und zwar so, wenn ich dann Blick aufs Auto habe, wirklich als ob sie den Weg weist zum Auto. Gut, Federn finden wir ja immer mal wieder, aber das war wirklich, wirklich in dem Moment, es lagen keine weiteren Federn da, wie abgelegt, ein paar Schritte hinter dem Eisbrecherwagen. Also wieder Foto, Foto, Foto. Ja gut, dann war ich noch mal kurz, ich brauchte noch ein paar Kleinigkeiten zum Einkaufen, und dann bin ich fröhlich zu Mutti und Elke gelaufen, und das war auch so ein toller Nachmittag. Also wir haben bis zum Abend da gesessen, ich glaube, das war 5:30 oder so, und ja, es war einfach nur herrlich. Ja, und dann hat sich wieder die Krähe bemerkbar gemacht, aber kurz zuvor hatte Mutti mir noch ein Edelsteinherz geschenkt und Elke hat sie auch eins geschenkt. Und zwar mit den Worten, ich möchte ein Edelsteinherz für Elke und für Kirsten haben und für Kirsten ein Edelsteinherz, was Besonderes, was sie noch gar nicht hat. So, und dann klackerte das erste raus und sie hatte eigentlich so vom Gefühl her gedacht, ach, das kriegt Elke. Und dann sagte aber die innere Stimme, oder vielleicht war es Oma oder ihr Geistführer, der sagte zu ihr, nee, der erste Stein ist für Kirsten. Und wirklich fantastisch. Der Pass von den Farben her, passend ja auch zu meiner tollen Bluse, mein Traumfängerbluse. Und dann gleich auf den ersten Blick sah ich oben links ein heller Fleck, der aussieht wie ein Herz. Und wenn ich das Herz umdrehe, da ist dann links oben ein lachendes Gesicht zu sehen. Ja, falls du das hörst, im Hintergrund, ich sitze hier unterm Dach, es regnet draußen und stürmt ein bisschen. Es ist ja seit Tagen oder Wochen so ein bisschen trocken gewesen. Gut, und dieses Herz, das war so klasse. Und nun sind ja meine Krafttiere der Adler und
die Krähe. Und die Krähe, die ist mir sowieso im Moment sehr oft erschienen oder ist mir auf meinen Wegen erschienen, was ich auch vor ein paar Tagen hatte. Da lief die Krähe von rechts nach links über die Straße ganz langsam und ich habe da so eine Baumallee, wo ich immer längs fahre, wenn ich meine Mutti abhole und wir eben halt nach La Boe rausfahren. Und plötzlich lief diese Krähe auch ganz langsam über die Straße und ich dachte dann auch so, na, Schieder, sag ich, ich soll langsamer werden. Und ich bin dann auch ganz langsam weitergefahren und dann genau das war der Moment, dass ich wirklich für einen Moment angehalten habe, damit die Krähe langsam über die Straße laufen kann, weil ich sah dann ein Stückchen weiter, wie ein Auto, das fast zu schnell gefahren ist, oder der Autofahrer, der zu schnell gefahren ist, auf meiner Spur entgegengekommen wäre. Also achte wirklich auf dein Umfeld. Also das gibt so viele Botschaften und Zeichen, was dir sagt, hallo, bisschen in sich gehen. Also ich gehe ja auch, ich mache ja auch nicht so viel im Internet, ich bin ja auch nicht so viel im Internet und ich versuche wirklich die Kraft mit der Natur zu bekommen. Ne? Und oder ich bin ja sowieso so ein sehr erdenbezogener Mensch und auch mit meinem Garten. Nun gut, wir haben lecker gegessen und wir saßen so und ich hatte wieder den Blick auf den Strand und wir unterhielten uns und Elke wollte auch wissen und ich erzählte so ein bisschen was von unseren Geschichten und sagte, dass ich auch das Gefühl habe, dass es besser wird. Ich erzählte auch die Geschichte mit dem Eisbrecher und alles, obwohl Elke kennt zwar meine Zeitungsartikel von der Tina und was ich schon alles erwähnt habe. Wir haben Kontakt zu unseren Verstorbenen und sie hat auch schon einiges gefühlt so ein bisschen, aber sie war dann doch ein bisschen erstaunt. Dann erzählte ich auch von meinen Krafttieren und in dem Moment sah ich, dass die Krähe wieder auf das Schild flog. Hier kann man Strandkarten kaufen, das steht am Strandkartenautomat, schaute mich mit großen Augen an und dann zuckte ich den Fotoapparat und wusch, war sie weg. Ja, und dann fiel mir ein, Mensch, Moment mal, an Muttis Geburtstag war ja genau das Gleiche. Da saß sie ja auch genau da, ne? Auch für nur einen kleinen Moment. Es war an dem Tag ja sehr heiß, 31 Grad. Sie saß da mit offenem Mund. Und als sie mich dann, ja, sie drehte sich dann nochmal um. Ich habe sie dann kurz fotografiert, dann drehte sie sich nochmal zu mir um und flog weg. Ne? Und die Krähe ist, ja, ist auch im Häuschen ständig, ne? So, und wenn ich da reinkomme oder... Ja, heute Morgen auch, da hat sie mich groß geweckt. Ich habe gesagt, bis 10 bleibt, möchte ich mal ein bisschen ausschlafen. Und dann lag ich da, und weil um 12 wollten wir uns treffen und nach La Boe rausfahren. Und dann flog wirklich die Krähe am offenen Fenster vorbei, so krä, 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 krä. Und dann drehte ich mich um, ja, ich stehe ja auf. Und dann habe ich noch ein bisschen gedöst und dann wieder kam sie wieder von der anderen Seite. Und eine Taube gurrte. Und das war auch, na gut, ich hatte wieder so ein bisschen... Ja, so die Gedanken, so ein bisschen wollte ich nicht laufen lassen, sondern ja, gegrübelt, kann man sagen, habe ich gegrübelt. Ja, so ein bisschen nachgedacht, wie kann ich was lösen, obwohl ich jetzt in den letzten Tagen wieder extrem gemerkt habe, wenn ich einfach loslasse und mich auf das konzentriere, was ich möchte, dann kommt das von alleine, so wie die Parkbestellung eben halt auch. Nun gut, und dann fiel mir ja noch was auf, als ich dann am Freitagmorgen mich anziehen wollte und ein paar Sachen aus dem Kleiderschrank holte, da fing ich dann plötzlich an, so ein paar Sachen wegzuräumen und so. Unter anderem lag auf dem Fußboden ein Stapel alter Zeitung, die ich eigentlich für einen Papiermüll haben wollte. Und dann rutschte das zur Seite und dann sah ich noch, ja, so Werbepost, habe ich gedacht. Ab und zu kriege ich ein bisschen Werbepost von so einem spirituellen Verlag und den machte ich auf. Und da war diese Karte drin. Vom Erzengel Virgil. So, und diese Karte, ich hatte auch wieder dieses Gefühl, ach, räum das noch weg, räum dies noch weg. Und dachte ich doch, hä, was soll das denn? Zieh dich doch an, was sollst du, was willst du jetzt hier am Wegräumen? Aber wenn ich nicht meinem Gefühl da wieder gefolgt wäre, wäre ich nicht mit dem Fuß dagegen gekommen, gegen den kleinen Stapel. Und dann wäre das nicht dieser Briefumschlag rausgerutscht. Ich denke, huh. Ja, und das war dann, ja, heute Morgen um 10.34 Uhr. Am 30.08.19, heute Morgen sage ich, jetzt haben wir ja den 1.09. Sonntag. Und jetzt wollte ich nur sagen, 2.22 Uhr haben wir wieder, 2.22 Uhr. Nun gut, und dann öffnete ich den Briefumschlag und dann ist da natürlich ja immer ein Anschreiben dabei. Und da staunte ich und da wusste ich, aha,
Botschaft wieder von meiner Oma. Denn es war abgeschickt, Berlin, 8. August 2019. Der 8. August war die Uhrenbeisetzung von meiner geliebten Oma, 2001. Der Erzengel Virgil, die Karte, die glitzert und funkelt. Und ich finde, die Dame, die darauf abgebildet ist, oder der Erzengel, die Zeichnung dafür, die sieht mir sogar ein bisschen ähnlich. Und der Text, der hier hinten drauf steht, das ist auch so passend. Engel der Selbstbestimmung. Er schenkt Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten. Er verleiht Ausdauer und Disziplin. Er lehrt sie, für ihre Ideale zu kämpfen und so das Glück zu finden. Wer einmal nicht weiß, wohin der Weg ihn führt, dem verhilft Virgil zu neuer Orientierung. Seine Themen sind Wille, Achtsamkeit, Licht, Intellekt, Sprache, Lernen, Selbstbewusstsein. Wow, habe ich gedacht. Das ist ja toll. Das habe ich dann Mutti auch gleich vorgelesen. Ich sag, hatte auch das Gefühl, heute wird ein ganz besonderer, schöner Tag. Und das war er dann ja auch. Wir haben ja bis am Abend gesessen, ein paar Stunden gesessen, geklönt, geschnackt und immer wieder diese kleinen Botschaften gehabt. Und ja, Elke hat ja auch ein Edelsteinherz von Mutti so bekommen. Und zwar bekam Elke einen roten Aventurin. Das ist der Stein der Kreativität, steht für Lebensfreude und Gleichmut. Auch wieder sehr passend. Was mein Stein ist, habe ich leider nicht rausgefunden, aber er hat schon, wenn ich selber auf den Stein gucke, sind wieder lauter Gesichter drauf und diese Herzbotschaft und. Ja, und heute Morgen hatte ich auch wieder eine Herzbotschaft. Da hatte ich ein Stückchen Eiweiß vom gekochten Ei auf mein Brot gelegt. Und das war auch schon wieder die gleiche Form vom Herz. Also es ist schon immer wieder erstaunlich. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja unsere Tierboten um uns rum. Und wenn wir die Augen öffnen, und ich kann auch jedem empfehlen, das Buch Prophezeiung von Celestine oder so ähnliche Geschichten. Das ist auch total gut beschrieben, was ich jetzt in meinen Filmen ja schon seit Jahren immer sage, immer intuitiv auf die Intuition zu hören. Und ja, und im Grunde habe ich ja diese Wunscherfüllung auch bekommen, denn ich habe ja immer wieder gesagt, die Tage zuvor, wo ich ja noch nicht gesehen habe, dass das Auto schon am Dienstag vor mir stand, also am Dienstag, was ich schon beschrieben habe, hier am Anfang des Videos. Und jetzt habe ich es nochmal klar vor mir gehabt. Und jetzt kommt der Oberhammer. Also wirklich, was unglaublich ist, wenn ich die Mädels vorne aussteigen gelassen hätte, vorne an der Promenade, so wie ich das im Inneren vorhatte, dann wäre das wahrscheinlich genau der Moment gewesen, wo das Auto, was hinter diesem Eisbrecherauto stand, weggefahren wäre. Denn ich habe ja nur 2-3 Minuten gebraucht, um am Ende der Straße einen Parkplatz zu finden, und dann bin ich ja vorgelaufen. Und als ich da vorgelaufen bin, da sah ich schon von Weitem, dass da ein Auto eingeparkt war, genau dahinter, und 3 ältere Menschen ausstiegen. Gut, ist ja auch für die gut, dass sie dann das nicht so weit haben bis zum Strand. Aber so viel dazu, ich hatte das ja im Gefühl und hätte dann sehr wahrscheinlich genau wieder hinter dem Wagen gestanden. Übrigens, als ich abends zurückfuhr, war der Wagen weg. Also ich bin echt gespannt, das mit dem Eisbrecher, das kommt ja im Moment so oft. Ich bin echt gespannt, was daraus noch wird. So, zum Abschluss wollte ich nur sagen, noch dieses Foto von mir ist ja auch an dem Nachmittag entstanden. Ich war ja auch im Grunde passend dazu angezogen und ich sah eben, dass das Foto genau um 13.13 Uhr aufgenommen worden ist. Und ja, die Botschaft der 13 bedeutet unter anderem, dass die aufgestiegenen Meister mich bitten, meine positive Haltung zu bewahren und ihnen alle Ängste oder Zweifel zu geben, damit sie sie heilen und verwandeln können. Diese Zahl bezieht sich außerdem auf die heilige weibliche Energie, die Göttin unserer intuitive Seite, da das Jahr 13 Mondzyklen hat. Und eben war es ja 2.22 Uhr und das ist auch eine wunderbare Zahl. Hab Vertrauen, alles wird gut werden. Mache dir keine Sorgen, fürchte nichts.
da sich die Situation für jeden der daran Beteiligten auf das Wunderbarste lösen lässt. Ja, ich werde mich besinnen, ich werde weiter meiner Intuition folgen und ganz intuitiv diese Videos veröffentlichen. Und dieses Video, das ist mir noch nie so passiert. Normalerweise habe ich eine Idee, mache es fertig und dann wird es veröffentlicht. Aber dies ist, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Und auf dem Weg dorthin nach Laboe hatte ich auch mehrfach die 777. Und das ist auch eine wunderbare Zahl. Glückwünsche, du hast gut auf deine göttliche Führung gehört und diese Weisheit in fruchtbare Taten umgesetzt. Jetzt erntest du die Früchte deiner Bemühungen. Dein Erfolg inspiriert und hilft anderen, daher fahre bitte mit deiner guten Arbeit fort. Das werde ich tun. In diesem Sinne, alles, alles Liebe wünsche ich dir. Auf bald mal wieder. Tschüss, lieben Gruß von Kirsten. Tschüss.